Servus und hallo, liebe YouTube-Freunde. Ja, willkommen zum nächsten Vlog. Müsste jetzt sein Vlog Nummer 46? 47? Egal. Auf alle Fälle willkommen zurück. Ja, heute geht's nochmal dran. Ich habe ja gesagt, in meinem Urlaub muss ich meinen Stall einmal gründlich sauber machen und die Wände innen her mal runterwaschen. Dafür brauche ich dann eine Dampfstrahler. Ja, und der erste Weg da dazu zum Saubermachen ist natürlich ganz normal ausmisten. Wie jeden Tag. Alles rausräumen. Und ja, es schaut natürlich wie jede Nacht aus wie Sau. Die gehen natürlich da unten scheißen. Gut, hat natürlich einen großen Vorteil. Ich habe die Scheiße nicht überall, sondern ich habe sie direkt hier am Stall, wo die Lore auch steht. Ja, und wie gesagt, ich würde sagen, jetzt misst man mal aus. Schmeißen das Material alles schön in die Lore. Da dazu werde ich wahrscheinlich den Allgäuer nehmen. Dann fahren wir mal hinten ran. Boden ist zwar ein bisschen weich. Die Woche gibt es ein bisschen Regen. Ja, dann schauen wir mal. Und ja, innen her sauber machen. Die vorherige Koppel wird dann nochmal gründlich abgeäppelt. Das ist ja was, was die ganze Zeit schon anliegt. Aber durchs Heu, was ich hatte, bin ich nicht dazugekommen. Und wenn das gemacht ist, dann Dampfstrahlerei. Dann war der Stall einmal heiß ausgefleit. Dann waren die Wände alle einmal gründlich gewaschen. Jetzt holen wir uns einmal den Allgäuer. Weil die Lore muss ich ja eh beladen. Muss bloß vorher der Radlader weg. So. Also, erst haben wir den Radlader raus, dass wir ein bisschen Platz kriegen. Dann kommen wir mal an den Allgäuer. Jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, der angesprochen worden ist im Winter, warum ich den Hänger nicht minder an die andere Tür fahre. Ja, da habe ich ja gesagt, wenn die Wiese zu nass ist, kann ich da nicht reinfahren. Jetzt im Sommer ist das aber weniger das Problem. Ups. Da brauche ich ja keinen Allradschlepper dafür, der viel zu schwer ist. Einfach einen kurzen Moment vorglühen. Der springt zwar auch ohne an, aber es muss nicht sein.
Feuer! Auf geht's! Gut, wie gesagt, jetzt stehen wir hinten dran und da geht es deutlich einfacher. Ja, ich misst jetzt da mal schnell aus, mach die Lore voll und dann sieht man sich beim Winterfahren wieder. So, ausgemistet ist der Stall soweit, außen die Platte habe ich übrigens sauber gemacht. Jetzt fahren wir das Zeug noch hinter und dann ist erst einmal Mittagsruhe.
So, jetzt geht's ans Abäbeln der Koppel. Das hier drüben vor allen Dingen. Also wie gesagt, ich kratze es jetzt zusammen. Ist ja eher uninteressant. Da und da. All das, was da hinten noch so rumgelegen war, wo die Koppel vorher war, das kommt weg. Das ging wie gesagt die ganze Zeit nicht. Das mache ich weg und nach der Mittagsruhe geht es dann mit dem Dampfstrahler los. Dann wird der Stall innen her und außen her gewaschen. Außen die Wand, wo sie im Winter alles voll gespritzt haben. Und dann kann ich die Mattelwanne, wo das Wasser drin ist, und die Bordwanne mal gründlich auswaschen. Den Mist haben wir jetzt drauf erfahren, die Koppel ist sauber. Da gibt es ein paar Bilder auf Instagram. Allgäuer war wegen dem Einsatz. Ja, und jetzt geht's an den Innenstall. Den Außenstall habe ich gerade mit Dampfstrahle gründlich gereinigt. Also nur auf der Kaltwasserstufe, weil Heißwasser braucht es da normal nicht. Es geht ja bloß darum, dass die Wände und alles sauber sind. Ja, und jetzt geht's hier drinnen los. Und hier drinnen, ja, und die Hilfsmittel, muss ich halt immer wieder schauen, das Wasser, das ist nicht das Problem. Es läuft dann nach hinten ab, wenn es hier vorläuft, sondern es läuft immer nach da vorne. Dass ich nicht zu viel Wasser reinkriege, da muss ich es immer zwischenzeitlich einmal rausholen. Ja, probieren wir es einfach einmal. Jetzt wünsche ich viel Spaß bei der Arbeit. Mir wird es jetzt schon unheimlich Spaß machen, ich schwimme ja jetzt schon. Ausschauen wie ein Schwein. Den hätte ich vielleicht gestern auch anziehen sollen, aber da war es dann schon zu spät. Thank you.
lassen wir das eingehen. Ach, die muss jetzt trocknen und dann wird er richtig schön weiß. So, und alles was am Boden landet, ist nicht weiter schlimm. Spätestens beim nächsten Ausmisten kratzt sich das Haar weg. Ich rühre mal das nächste an und ich schätze, wenn ich dann wieder komme, schaut es hier schon deutlich besser aus. Die ersten zwei Winde haben wir. Eventuell muss man dann noch mal am Schluss drüber. Aber so kann man das sehen. Ich sage auch, das, wenn ich jetzt dann abtrockne, das ist wieder richtig schön strahlend weiß. Und genau so muss das aussehen. Dann ist das optimal. Erstens einmal sieht man Ungeziefer sofort. Zweitens einmal desinfiziert der Kalk gleich. Und ja, ein frischer, sauberer Stall schaut immer besser aus. Wie so ein Versifter, wie er jetzt die ganze Zeit war, gebe ich ja zu. War dringend notwendig. Das war jetzt der nächste Pulli gewesen, so. Das war nicht so gut. So müssen wir jetzt den Grün hier oben. Und das macht nichts, da damit kann ich dann nicht die Wand kümmern. So, der Stall ist wieder schön weiß. Ich habe mir jetzt gerade den Kipper rausgefahren, da habe ich schon loses Material drauf geschmissen. Und das soll ja dann hier rein. Und ja, soweit so gut. Stall desinfiziert, Stall sauber. Heu und Stroh auffüllen. Die eine Heuraufe habe ich auch bei mir, die war ja total kaputt hier drin. Zeige ich ja mal kurz. Die habe ich ja wieder geschweißt. Hier oben war es abgerissen. Und total verbogen immer, weil meine Zähne, die meinen immer, die müssen da den Ohren müssen es verbiegen. Darum habe ich mir jetzt heute gedacht, ich schweiße die wieder an. Und zusätzlich habe ich jetzt dieses Eisen hier reingeschweißt. Das stabilisiert dann die ganzen Stehdohle, dass die nicht wieder verbuggelt. Und habe hier drüben noch ein Eisen reingeschweißt, dass sie das da dann nicht mehr reinknitschen können und das nicht mehr rüber. Also das ist alles jetzt ein großes, schweres Drum. Mal sehen, ob es besser ist als vorher. Die Heuraufe ist eigentlich nicht ideal mit meinen Pferden, aber die würde ihren Zweck erfüllen. So, der Stall ist soweit fertig. Die Wände erstrahlen wieder in richtig schönem Weiß, wie man sieht. Zu beachten die Wand, also am Anfang vom Video, wenn man sie gesehen hat und wenn man jetzt sieht, wie sie ausschaut, ein himmelweiter Unterschied. Also, so kann man das sehen. Ja. Hui in der einen Raufe, die andere Raufe, die eigentlich hier draußen hing, habe ich ja im Moment nicht. Die hing ja eigentlich da. Die muss ich aber erst noch gerade hängen, weil die war ja total in sich verzogen. Also das wird noch ein wenig Arbeit lang. Aber wie gesagt, da ist der Gas. Ja, und das war's dann für diesen Vlog soweit. Stallhygiene ist wie gesagt wichtig. Wird
einmal im Jahr bei mir immer gemacht in die Stelle, gründlich rausgewaschen und dann alles schön geweißelt mit Kalk. Dann ist alles wieder desinfiziert, gereinigt, frisch. Die Wände schauen wieder schön aus. Wie gesagt, ist halt leider nichts von Dauer. Bleibt immer nicht so lange. Aber das gehört halt einfach dazu. Ja, ich hoffe, das Video hat Spaß gemacht. Und war wieder interessant. Und beim nächsten Farmvlog jetzt dann am Dienstag kommt auf alle Fälle mal das Kartoffelhäufeln. Das steht ja jetzt schon länger aus. Jetzt wird es doch einmal Zeit, weil sonst brauchen wir nicht mehr reinfahren. Das Unkraut ist mittlerweile so hoch, oder besser gesagt, das Kartoffelkraut ist mittlerweile so hoch, dass wir bald dermaßen einen Dschungel drin haben, dass du mit dem Häufelflug nicht mehr durchbrauchst. Ja, die Aktion steht wie gesagt auch noch an. Kommt jetzt dann beim nächsten Mal. Und dann ist das auch gemacht. Ja, und ich habe jetzt vor 2 oder 3 Vlogs schon mal gesagt, dass ich mir eine neue Anschaffung gegönnt habe. Ne, das muss bei Main gewesen sein. Also vor 2 Mal. Ja, auf alle Fälle diese neue Anschaffung ist ja ein Kramer KA15. Bis ich ihn habe, wird es leider noch ein bisschen dauern. Jetzt am Wochenende mache ich dann erst einmal die Anzahlung für den Schlepper. Und ja, wenn ein kleiner Kaufvertrag machen der Besitzer und ich, er ist dann auf der sicheren Seite, dass ich den Schlepper definitiv nehme. Und ich bin auf der sicheren Seite, dass nicht mein ungezolltes Geld an futsch ist oder so. Aber das ist, wie gesagt, das macht man einfach so. Wir haben eingeschlagen, also der Bulldog ist meiner. Das mit der Hände eingeschlagen, das gilt oder bei uns noch was. Ja, und vorenthalten will ich euch natürlich nicht. Das ist mein neues Hintergrundbild auf dem PC. Jedes Mal, wenn ich den Computer einschalte, sehe ich ihn. Man wünscht sich, dass es fast ein bisschen schneller geht, als man das Geld gerade zusammen hat. Aber das wird jetzt noch 2 Monate dauern. Da muss ich noch ein wenig arbeiten gehen und Autoversicherung und Ding kommt auch noch. Ja, ich hoffe, dass das Planierschild sich jetzt dann vielleicht demnächst einmal verkauft. Dann käme noch ein wenig Geld rein. Und dann, dass ich den Schlepper so bald wie möglich heimholen kann. Vielleicht bis zum nächsten Heuen, bis zum Grummelheuen im August. Wird knapp, aber schön wär's. Na gut, jetzt sage ich auf alle Fälle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ein schönes Wochenende alle miteinander. Servus.